Liebe Freunde und Mitstreiter für den Erhalt des Stuttgarter Kopfbahnhofes. Wie schon berichtet, haben die Ingenieure 22 ein Gutachten zur Personenstromanalyse ausgewertet, in dem die Bahn selber 1997 für den Tiefbahnhof 30 Züge die Stunde in der Hauptverkehrszeit vorgibt. Die Bahn plante also von Anfang an einen Rückbau des Eisenbahnknoten Stuttgart. Verkehrsminister Herrmann hat zugesichert, das werde überprüft. Daraufhin schrieb das MVI nach Rücksprache mit der Fachabteilung und MVI ist dazu zu sagen, dass die Analyse sich lediglich auf die Infrastruktur des Bahnhofes, Treppen, Aufzüge, Bahnsteige bezieht und dabei ein Personenaufkommen von 30 Zügen zugrunde legt. Ist das die ganze vom Verkehrsminister zugesicherte Prüfung? Pui, pui! Eine Personenstromanalyse zur Bemessung von Bahnsteigen, Treppen, Aufzügen und so weiter macht doch nur Sinn, wenn die maximalen Personenströme zugrunde gelegt werden. Ja. Diese sind aber unmittelbar abhängig von der maximalen Zugzahl in der Spitzenstunde. Das ist doch wohl nachvollziehbar. So schreiben das übrigens auch die Regeln zur Bemessung von Flucht- und Rettungswegen vor. Aus 30 Zügen je Stunde ergibt sich eine bestimmte Anzahl von Personenbewegungen im Bahnhof, für die diese ausgelegt sein muss. Erhöht sich die Anzahl der Züge etwa um 63% auf jene 49 Züge, die von der Bahn im Stresstest vorgegaukelt, so erhöht sich selbstredend auch der Personenstrom im gleichen Maße. Und der Bahnhof wäre viel zu klein, um die größere Masse an Fahrgästen zu bewältigen. Es sei denn, die über 30 hinausgehenden Züge würden alle leer fahren. Welchen Grund also sollte die Bahn 1997 gehabt haben, dem beauftragten Gutachter eine viel niedrigere Zugzahl anzugeben, als tatsächlich geplant war? Dafür wird die Bahn die Erklärung schuldig bleiben. Dazu schweigen die Herren in der Fachabteilung des MVI. Projektsprecher Dietrich sagt lieber gar nichts. Und Bahntechnikvorstand Käfer verweist auf SMA, die doch gar nichts mit dieser Vorgabe der Bahn von 1997 zu tun haben. Schweigen ist auch eine Antwort. Damit ist erwiesen, der achtgleisige Tiefbahnhof war von Anfang an für eine Leistung von lediglich 30 Zügen in der Spitzenstunde ausgelegt. Das bedeutet Rückbau. Das bedeutet Rückbau, denn der bestehende Kopfbahnhof bewältigt 50 Züge je Stunde und ist mit geringem Kostenaufwand auf 56 Züge je Stunde erweiterbar, wie vom VBW bestätigt. Selbst nach der Kappung von 4 Gleisen, unter anderem wegen des eingebrochenen Gleisdachs, erfüllt er immer noch seine Aufgabe problemlos. Leistungsreserven, die es im Tiefbahnhof nicht gibt. In die gleiche Richtung geht das Schwanhäuser-Gutachten von 1997, das dem achtgleisigen Tiefbahnhof eine maximale Leistungsfähigkeit von 32 bis 35 Zügen und eine obere Grenzleistung von 39 Zügen je Stunde bescheinigt. Auf dem Planfeststellungsbeschluss 1.1 liegt diese Zugzahl zugrunde. Die 49 Züge der Stresstests sind hochmanipuliert und eine unerhörte Täuschung der Öffentlichkeit. Genau. Vielen Dank, Hans Heidemann von den Ingenieuren 22.